Hallo Mädels, die meisten von uns kennen ihn als den heißesten Häftling aller Zeiten. Sein Name Jeremy Meeks, nun macht er wieder Schlagzeilen. Er wurde bekannt, als er wegen Betruges eine 2-jährige Haftstrafe verbüßen musste und so sein Gesicht in die internationalen Medien kam. Tausende Frauen meldeten sich nach der Publikation und Jeremy konnte sich noch im Knast nicht mal mehr vor Dutzenden Heiratsanträgen und auch Modelverträgen retten. Er ist seit einiger Zeit frei und lässt sich jetzt angeblich von seiner langjährigen Ehefrau scheiden. So ganz durchschaubar war die Sache mit seiner Noch-Ehefrau und seiner Kurzzeit-Liaison und Milliardenerbin Chloe Green nicht. Irgendwie wirkte die Affäre zwischen ihnen wie eine inszenierte PR-Kampagne. Außerdem wurde gemunkelt, ob Jeremy Meeks mit Absprache und Einwilligung seiner eigenen Ehefrau eine Affäre mit der heißen Multimilliardärin anfing. Ganz einfach, um an ihr Geld zu gelangen. Die Andeutungen von der hintergangenen Ehefrau Melissa Meeks sprechen aber jetzt doch eine ganz andere Sprache und man gewann nun den Eindruck, dass es sich hier um einen traurigen, aber ganz gewöhnlichen Ehebruch handelt. Nun wissen wir aber mehr, denn gegenüber Daily Mail erklärt Melissa Meeks in aller Deutlichkeit, dass letzteres der Fall ist. Sie sprachen angeblich vor ihrer eigenen Haustür und sie sagte ihm, dass sie am Boden zerstört und sauer sei. So beschreibt sie die erste Begegnung mit ihrem Noch-Ehemann, nachdem die Fotos von ihm und Chloe Green veröffentlicht wurden. Er entschuldigte sich angeblich immer wieder, nicht für die Affäre, aber für die Art, wie sie es erfahren musste. Ähnlich wie Pietro Lombardi erfuhr sie durch die Presse davon, dass ihr Ehepartner sie scheußlichst betrogen hatte. Paparazzi hatten Jeremy Meeks und Milliardärstochter Chloe Green kuschelnd und knutschend auf einer Yacht in der Türkei fotografiert. Sie hatte kurz darauf ein gemeinsames Foto auf Instagram gepostet und angedeutet, dass sie ein Paar seien. Wenig später war der Post dann auch wieder aus dem Netz verschwunden. Nach 8 Jahren Ehe, davon 2 Jahren im Knast, steht die Beziehung nun mit seiner Frau Melissa vor dem Ende. Sie haben angeblich bereits über Scheidung gesprochen, dabei wurde gesagt, dass man die Ehe nicht mehr retten kann und er angeblich auch zugestimmt hat.